Ja, ihr seht richtig im Titel. Ich mache heute etwas, wovor ich ehrlich gesagt echt Respekt habe. Für manche wird es vielleicht keine Challenge sein. Für mich ist es aber schon eine, ja, echte Herausforderung, beziehungsweise, es wird auf jeden Fall an meine Grenze gehen. Wir werden heute nämlich eine Stunde Kurski spielen. Das ganze Video wird logischerweise nicht eine Stunde gehen, denn ich werde das Ganze euch zusammenschneiden. Aber ich werde gleich einen Countdown noch einblenden. An den ich noch gar nicht gedacht habe. Auf jeden Fall werdet ihr gleich sehen und ich werde euch das Beste zusammenschneiden, was in einer Stunde Kurski passieren wird. Wenn euch das ganze Video gefällt, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da und ja, vielleicht können wir das Ganze nochmal mit einem anderen Spielbonus machen, aber eine Stunde Kurski finde ich auf jeden Fall tough. Alright, erste Runde. Ich sage ganz ehrlich, wenn die erste Runde gut wird, dann ist das schon mal ein gutes Indiz dafür, dass das Ganze hier heute eventuell knackig ablaufen wird. Wir haben erstmal einen ganz guten Spawn und ich würde sagen, Eisenschwert, Diatasplatt. Fast. Ich sage auch ganz ehrlich, cool mal. Also jetzt mal ernsthaft, diese Kisten, ja? Ihr habt jetzt... Das waren jetzt 4 Kisten. Ich habe nicht einen Rüstungsteil bekommen. Und da vorne... Achso. Ey, das ist halt echt... Es ist halt gerade echt ein Joke. Dass das überhaupt geht. Dass man noch schlechter dastehen kann als ich. Nice. Also, guckt euch das mal an. Das ist die erste Runde, die ich spiele. Und ich chill hier. Hinter mir. Einer mit 8,5 Armorbars. Ich chill mit einem halben Armorbar. Ja. Alright. Ich glaube, es wird eklig. Erste Runde. Erste Runde und sie ging 8 Minuten. Ja, da war auch dann in Runde 2, nachdem die erste dann 8 Minuten ging, dann in Runde 2 der erste Cheater. Ich glaube, er ist auch gut motiviert. Beziehungsweise war es. Versteht ihr so langsam, warum ich das Ganze als Challenge sehe? Oh mein Gott. Also, ich krieg zwar die Kills, aber ich krieg nicht den Stuff. Und ich will den Stuff eigentlich haben. Aber wir bleiben ganz entspannt, Freunde. Er hat ein Eisenschwert. Hinter uns ist auch noch einer. Nice. Oh mein. Ah, Asivonik. Ich kann, glaube ich, wenigstens mal zufrieden sein, jetzt eine 8 Kills Win-Runde nach 15 Minuten zu haben. Ich habe gedacht, es wird eventuell schon ein bisschen peinlich, weil ich weiß gar nicht, was ihr jetzt... Ich weiß ja nicht, was ihr für Erwartungen jetzt auch an mich habt. Ja, na, sind wir in einer absoluten Lag-Lobby, glaube ich. Sehenswert. Alles klar. Ja, die Lobby. Ich habe mich selber mit dem Pfeil noch getroffen. Okay. Also man sieht, eine Stunde Kurski. Wir haben alles. Ja, würde mal sagen, an der Stelle auf jeden Fall GG. Aber ich glaube, die Runde werde ich nicht weiterspielen. Ich glaube nicht, dass das unbedingt viel Spaß macht. Ich weiß jetzt nicht, was los ist. Aber irgendwie spielt keiner Kurski. Ich werde ihn auch direkt begrüßen. So, so ein Smiley. Und da kommt dann sein Name hin, Alter. Der erste, der hier joint. Oh, Bruder, was geht? Junge, er ist ein Ehrenbruder. Starten wir mal die Runde. Komm, wir machen mal eine kleine, etwas kleine Runde. Der Mathix, Bruder. WTF, okay. Ich glaube, so würde ich aber auch reagieren, Alter. Da muss man denken, Digga, chill mal. Oh, Hijack ist eine nice Map. Habe ich früher auch sehr gerne Rage Mode mal drauf gespielt. Ich habe so Bock auf deine Diatasplatt. So, Inventar bleibt unsortiert. Keine Zeit. Ja, moin. Erstmal die Kiste noch aufmachen. Ganz entspannt, ne? Absoluter Disrespect. Einfach so gut wie tot, aber ich mache nochmal eine weglaufende Kiste auf. Ich bin aber auch der Clean Maestro, ne? Oh mein Gott. Ach, ich habe schon gewonnen. Das war der Win.
Oh, fuck. Wisst ihr, wer in der Runde ist? Nein. Nein. Johnny Vegas ist in der Runde. Johnny Vegas, Alter. Den kenne ich noch. Fuck. Oh, er ist... Nein, es ist jetzt echt auch ein Zufall, dass er genau bei mir gespawnt ist, ja? Wenn ich so eine Spawn-Chest kriege, ne? Dann heißt das schon wieder, ich brauche den Stuff aber auch für Johnny. Guck mal, was Johnny da macht mit seinen Gegnern. Junge, Johnny! Nein. Johnny ist mit seiner Bande da. Nein, es gibt jetzt nicht das... Jetzt mal ganz kurz. Ich habe einfach nur Scheiße gerade gelabert. Aber Johnny hat gehackt, oder? Johnny hat doch gecheatet. Johnny, la gente. Está muy loca. Ich laber einfach random Stuff über irgendeinen Spieler in der Runde und dann ist das einfach ein Cheater. Also entweder hat er geleckt oder hat er wirklich gecheatet. Johnny Vegas ist da wieder in... Johnny, er ist wieder in der Runde. Junge, Johnny, Alter. Altes Haus. Scheiße, Junge. Oh, fuck, Alter. Wenn Johnny wieder bei uns spawnt, sind wir so am Arsch. Alright, ich hab Glück, Alter. Johnny ist zum Glück noch weiter weg. Oh, fuck. Da ist Johnny. Alright, das Schwert ist schon mal gezückt. Oh, mein Gott. Eisenschwert. Das erste Eisenschwert heute. Und er hat kein... Oh, mein Gott. Oh, mein... Alright, ich bin heute aber auch der goldene Ritter. Wie oft kriege ich noch dieses Geräusch? Alright, Johnny, Alter, Johnny geht aber gerade richtig auf Rampage. Oh mein Gott, es ist halt so low, ne? Und ich habe einfach random irgendeinen Namen aus der Tab-Liste genommen. Und es ist einfach freaking Johnny. Johnny freaking Vegas. Oh. Johnny, also so viel zur Frage, ob Johnny cheatet. Na, ich glaube, der laggt. Alright. Johnny Vegas. Du wirst mir meine Aufnahme heute hier nicht versauen, Junge. Hey, Junge, was ist denn das? Wenn ich jetzt eine Kiste aufmache, kriege ich dann eine Holzachse, oder? Ja, nice. Jackpot. Alright, der Kill hat mir einfach absolut nichts gebracht. Weil er genau das, den Scheiß-Stuff hat, den ich auch habe. Oder ich bowspam den jetzt hier einfach zu Tode. Alright, meinte der slow? Der müsste low sein, oder? Michi, Tür auf. Oh mein Gott! Also, dass ich... Ach, wenn ich von so einem Typen gebowspam werde, mit der nicht mal ein Schwert hat. Ich glaube, ich würde richtig weinen. Oh. Ja. Ich glaube, ich würde es genauso machen. Der hat Kuski im Namen. Ohne Rod. Aber alles unter Kontrolle. Nein, du kleine... Ihr kleinen Ratten. Wie komme ich hier gerade raus? Nein. QSG in den... Oh mein Gott. Das ist aber auch gerade insane hier vom Bassi. GHG. The All and Mighty QSG Legend. Holy fuck, ich lebe noch. Ich werde doch eh gecleant, oder? Aha, nice. TNT Placement. Ah, wenigstens ist er noch fair. Alright, da haben wir den dritten Win. Mit Hut, ne? Aber in QSG darfst du nie den Start verpassen. Aha. Digga, du bist halt mehr als One-Hit. Oh, das ist noch eine Palle. Oh, das erinnert mich gerade übel so an alte Zeiten, wo Kuski noch 1-7 so war, weißt du? Das erinnert mich gerade so, diese Runde ist halt so überschnell. Das ist halt früher mal so gewesen. Damals habe ich echt tatsächlich noch Kuski ziemlich viel gespielt. Oh, das wäre aber auch zu schön. Eine Überraschung gewesen, alles klar, danke dir. Man muss ja auch einfach manchmal, man muss es halt auch manchmal dirty ausspielen.
Weil wir sind hier immer noch in einem YouTube-Video. Wir müssen halt zeigen, was wir können. Und jetzt gibt's auch mal den Longshot. Den Longshot. Oh mein, ich habe ihn echt getroffen? Nein. Also der Bow-Aim ist aber heute da. Also da gibt's nichts zu meckern. Oh mein, oh Lukas, es tut mir leid, ne? Es tut mir im Herzen leid. Aber Alter, habe ich dir heute ein paar Bogenshots gedrückt, ey. Ja, also so stelle ich mir das auch vor. Das war jetzt Win Nummer 4. Wenn ich den kriege, ne? Mit der Armor, die er hat. Und dem net leckeren Bogen. Alright, never mind. Ah, sieht im Moment nicht so gut aus. Ich brauche halt echt Essen. Also das habe ich auch noch nicht gehabt in einer Runde. Dass ich halt vielleicht an Essen jetzt gleich sterbe. Das ist halt wieder der verwirrte Schmocki mit dem Schweizer Hüt. Oh mein freaking Gott. Wie lebe ich noch? Also man muss halt wissen, wie man es spielt. Madame, Freunde, Amigos. Also es ist halt dirty gespielt von mir. Aber jetzt mal ohne Mist diese Runde noch gewonnen zu haben. Also clean muss man... Scheiße, es war halt schon richtig dirty. Es war halt richtig dirty. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall 5 Wins in einer Stunde Cruise Game. Also in... Nee, nicht mal. In einer Dreiviertelstunde 5 Wins geholt. Alright, die Chestplate. Alright, the Clean. Alright, the Hacker. Alright, the No Knockback. Aber da haben wir tatsächlich auch noch einen Hacker gekillt. Es ist halt gerade echt... Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Das gefällt mir gerade nicht. Ich will tatsächlich noch einen Win holen. Ja, ein Schwert wird überbewertet. Alright, danke. Also man, vor allem man kriegt aber echt halt manche Sachen zur Schau, wenn man eine Stunde hier aufnimmt, einfach eine Stunde Kuss gespielt. Es passieren halt echt so manche Sachen. Also, wo kommen die denn her? Ja, man sieht sogar Teams in Kuski. Oh, Jungs, das tut mir aber richtig... Also, der eine hat sogar Kuski im Namen. Jungs, ihr werdet... Ah, Jungs, die könnte... Ich weiß ja nicht. Aber ihr werdet sowas von schön reported, Alter. Ihr seid richtig drin. Großaufnahme. Großaufnahme im Video. Junge, wer teamte bitte in Kuski und Teams? Die haben sich irgendwie so die... Die hat Chestplates getradet. Von wo kam der jetzt? Okay, der... War auch, bestimmt legit, der Typ, oder? Guck mal, wenn jetzt der andere Typ gleich von hinten hineincritet. Ich glaube, der hat den Inst... Ja, aha. Alright, also ich muss ehrlich sagen, aber es gibt echt viele Cheater hier, ne? Ich wollte es mal ganz kurz sagen. Zum Beispiel aus meiner Perspektive gerade. Sah das Real Talk nicht so aus, als hätte der gecheatet. Mir kam es komisch vor. Ich hätte ihn fast schon wieder suspected so. Aber, wisst ihr, wie ich meine? Junge, ich kann eine Stunde hier aufnehmen und habe einen Rie... Also, ich könnte hier, also, weiß nicht, die beiden jetzt für Team. Ich hatte schon davor 2 Cheater. Also, man kommt schon auf, weiß nicht, also, man kommt schon gut davor. Aber der Typ ist halt wieder in der Runde und dann gehe ich jetzt wieder raus. Es sei denn, wir haben wieder irgendeinen Cheater. Aber wir sind jetzt schon mal auf 8,5 Armor-Boss. GG. Am Ende. Meiner. Ja, haben wir sogar noch die 6. Runde gewonnen. Ich glaube insgesamt. Dieses BG immer.
Ach, Freunde. Ich glaube, das war insgesamt auf jeden Fall ein cooles Video. Ich danke euch. Heute Abend gibt es einen Livestream um 21 Uhr. Ihr wisst Bescheid. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich bin echt gespannt, wie ich dieses Video schneiden werde. Wird auf jeden Fall Spaß. Ich habe eine Stunde Videomaterial. Aber ich hoffe es. Und ich glaube, es wird cool. Macht's auf jeden Fall gut. Bis dann. Ja. Haut rein und ciao.